Boom, liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen. Daily Deep Dive is back. Freunde, ich habe gerade ein neues Buch angefangen und das beschäftigt mich gerade sehr. Und das stellt so ein Stück weit die Welt, wie die meisten Menschen ihr Business führen, komplett auf den Kopf. Und zwar, lass uns da mal ganz kurz eintauchen. Simon Sinek, The Infinite Game, das unendliche Spiel. Und was Simon Sinek, generell ein großartiger Autor, Start with Why, Leaders Eat Last, großartiger Autor. Und was er aufwirft ist, dass es zwei Arten von Spielen gibt. Das erste ist ein endliches Spiel, ein Finite Game. Das ist so jede Sportart. Was kennzeichnet solche endlichen Spiele? Es gibt fixe Spielregeln, es gibt einen fixen Startpunkt eines Spiels, es gibt ein fixes Ende eines Spiels, es gibt eine fixe Metric, anhand derer entschieden wird, wer gewinnt, also mehr geschossene Tore, höher gesprungen etc. Und all das sind Dinge, die solche Finite Games auszeichnen. Fußball, Basketball, Ringen und so weiter und so fort. Und dann gibt es unendliche Spiele, Infinite Games. Und das sind dann Dinge, in denen man keinen Anfang und kein Ende hat, in denen es nicht fixe Spielregeln gibt, in denen jeder einfach anfangen, beenden kann und so weiter und so fort. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie Gesundheit oder körperliche Fitness. Niemand würde sagen, okay, du bist jetzt der Gewinner in Sachen körperlicher Fitness, weil das ist ja nie zu Ende und jeder macht ja einfach sein eigenes Ding und das ist auch völlig fein. Und die meisten Dinge, an denen wir so arbeiten, sind Infinite Games. Die sind niemals zu Ende. Oder auch Beziehungen. Niemand würde sagen, okay, du hast jetzt deine Beziehung gewonnen. Du bist jetzt da der Sieger, weil Beziehung ist ein unendliches Spiel. Es gibt keinen Anfang, kein Ende, gibt keine Regeln, sondern jeder macht quasi, was er möchte. Und wenn wir jetzt hier mal den Schlenker zum Thema Business schaffen, Business ist auch ein Infinite Game. Business hat keinen Anfang, kein Ende. Es gibt nicht nach irgendwelchen Metrics ermittelte Gewinner des Ganzen. Und trotzdem handeln die meisten Menschen, die ein Business aufbauen, so, als wäre Business ein Finite, ein endliches Spiel, in dem der Fokus liegt auf die Nummer 1 werden. Der Punkt ist, es ist so sinnlos, in einem unendlichen Spiel zu sagen, ich möchte die Nummer 1 werden, weil wir können gar nicht die Nummer 1 werden, weil es ein unendliches Spiel ist. Niemand würde sagen, ich möchte die Nummer 1 in Beziehung werden, ich möchte die Nummer 1 in Gesundheit werden. Es geht ja überhaupt gar nicht, weil die ganzen Spieler, die in diesem Spiel teilnehmen, die kämpfen ja gar nicht gegeneinander, sondern jeder hat einfach nur das Ziel, so lange wie möglich dieses Spiel zu spielen, weil es Freude bereitet. Das ist der Grund, warum wir Teil von Beziehungen sind. Nicht um Beziehungen zu gewinnen, und so können wir auch Business nicht gewinnen, wir können nicht die Nummer 1 werden, wir können nicht, ne, es ist so krass, gucken wir uns in diese ganzen Business-Ratgeber an, wie die Bücher alle heißen, How to Beat Your Competition, How to Win at the Game of Business. Du kannst nicht gewinnen, du kannst auch nicht deine Competition, du kannst nicht deine Konkurrenz schlagen, es geht alles überhaupt gar nicht, weil es ein unendliches Spiel und dementsprechend kann man das nicht gegeneinander messen. Und was jetzt passiert, wenn wir mit dem Mindset von einem endlichen Spiel in einem unendlichen Spiel antreten, ist, dass das Ganze komplett nach hinten losgeht, weil wir den Fokus auf das Kurzfristige haben. Um zu gewinnen, müssen wir irgendwelche Kennzahlen haben, um das Ganze zu ermitteln. Und dann sagen wir, okay, alles klar, wir haben jetzt dieses Jahr den meisten Umsatz gemacht. Wir haben dieses Quartal und so weiter und so fort. Wir haben jetzt gerade die meisten Mitarbeiter und sowas alles. Aber all diese ganzen Kennzahlen lenken den Fokus von dem, was wirklich zählt, weg. Und das, was wirklich zählt, ist, und das sagt Simon Sinek so großartig, wahre Leader, die sich bewusst sind, dass Business ein unendliches Spiel ist, das man nicht gewinnen kann, das auch niemals endet, die optimieren nicht für ein Quartal, sondern die optimieren für Generationen. Die haben das Ziel, dass ihr Unternehmen, nachdem sie von dieser Welt gehen, nachdem sie gar nicht mehr leben, immer noch floriert.
Und das ist eine ganz andere Sichtweise als, ich möchte jetzt hier morgen, nächste Woche, nächstes Quartal, nächstes Jahr gewinnen, weil ich kann überhaupt gar nicht gewinnen. Das Ziel muss nicht gewinnen sein, sondern das Ziel muss sein, etwas zu erschaffen, was einfach sinnvoll ist, was einfach wertvoll ist. Und dabei gar nicht zu schauen, was machen denn eigentlich die anderen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Weil sonst haben wir den Fokus zu sehr auf den anderen, auf die Konkurrenz. Was machen die, was für Produkte kreieren die und so weiter und so fort. Dabei ist es völlig Wurst. Das ist genauso wie, wenn wir anfangen, uns gesünder zu ernähren und dann zu gucken, oh, was macht denn eigentlich die Freundin? Oh, was macht denn die Arbeitskollegin und so weiter und so fort. Wir sind aber gar nicht in einem Rennen mit denen, weil es ist ein unendliches Spiel. Und im unendlichen Spiel gibt es keinen Gewinner und dementsprechend gibt es auch keine Konkurrenz. Und deswegen ist es so sinnlos, sich zu vergleichen. Deswegen ist es so sinnlos zu sagen, oh, was macht der, was macht der, was macht der? Bullshit. In einem endlichen Spiel wie Fußball, da machen all die Dinge natürlich wieder Sinn, weil, ne, wenn wir am Ende mehr Punkte in der Saison haben als die anderen Mannschaften, dann haben wir halt gewonnen und wenn nicht, dann haben die anderen gewonnen, sonst steigen wir ab, steigen wir auf und so weiter. Für solche endlichen Spiele sind all diese Dinge super sinnvoll, sonst würde es ja überhaupt gar nicht funktionieren, wenn man im Fußball sagen würde, man weiß nicht, wann es zu Ende geht und man weiß auch nicht, wie man berechnet, wer gewinnt, dann macht das Spiel ja überhaupt gar keinen Spaß. Für solche endlichen Spiele sind all diese Dinge sinnvoll, aber für unendliche Spiele wie das Thema Business sind all diese Dinge komplett nutzlos und vor allem, sie gehen sogar noch nach hinten los, wenn wir zu sehr mit diesem Mindset eines endlichen Spiels unterwegs sind, gewinnen wollen, die Konkurrenz schlagen wollen und so weiter und so fort. Boah, was ein Brett. 40% in diesem Buch bin ich jetzt gerade schon durch, die letzten 2 Tage. Ich habe voller Begeisterung jede freie Minute da rein investiert und es geht weiter in den nächsten Tagen. Also, The Infinite Game, Simon Sinek, Game Changer. Riesen, riesen Game Changer. Schreibt mir gerne mal unterhalb in die Kommentare rein, was denkt ihr dazu? Habt ihr euch auch schon mal bei dem Aufbau eures Business mit diesem Mindset eines Finite Games, eines endlichen Spiels ertappt und war zu sehr im Vergleichen, war zu sehr in dem, ich muss gewinnen, ich muss besser sein als die, ich muss mehr Kunden haben als und so weiter und so fort? Kennt ihr diese Gedanken? Shared es gerne mal mit der Community. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen großartigen Tag und immer schön die Weite, die Perspektive aufmachen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Lasst euch gut gehen. Bis morgen.